Meine Damen und Herren, die Professorendichte ist ganz schön hoch heute Abend. Herr Grote, ich bin vor allen Dingen in der Keynote von Herrn Clark an einem Satz hängen geblieben. Der Sieg ist ein schlechter Lehrmeister. Sehen Sie das auch so, wenn Sie das Mikrofon nehmen? Ja, vielen Dank, Frau Welty, für die Frage. Historisch betrachtet ist das eindeutig so, weil der Sieg verführt natürlich dazu, dass man sich bestätigt fühlt in dem, was man vorher gemacht hat. Man hat gewonnen, man hat Erfolg gehabt, dann heißt es schnell, wenn wir damit Erfolg gehabt haben, dann machen wir so weiter. Und der notwendige Lernprozess, der bleibt dann möglicherweise und häufig zeigt sich das in der Geschichte, der bleibt dann aus. Wer nach einer politischen Niederlage, muss man selbstverständlich darüber nachdenken, was hat man falsch gemacht, und daraus zieht man dann Schlüsse und lernt meistens auch daraus. Und dafür gibt es viele Beispiele in der liberalen Geschichte, selbstverständlich auch in der liberalen Geschichte der jüngeren Vergangenheit. Herr Clark, Sie haben auch davon gesprochen, dass der Liberalismus die Mitte erweitern soll, dass Liberalismus zum Teil von rechts wie von links wie ein Schimpfwort benutzt ist. Wie kann das denn dann gelingen, die politische Mitte zu erweitern? Ja, das ist eine interessante Frage. Vor vielen Jahren eigentlich, vielleicht vor 10 Jahren, saß ich ganz zufällig, es ist nicht nur mein normales Milieu, aber ich saß an einem Tisch mit mehreren Ministern aus der deutschen Regierung, quasi zufällig, und ich habe sie gefragt, gehen Sie dann oft an die Websites der AfD und der Linken und gucken Sie sich an, was da ist, und die haben alle nö. Warum denn? Ist doch alles Quatsch. Und das waren nicht liberale Minister übrigens, das waren Minister anderer Parteien, die jetzt nicht genannt werden aus rechtlichen Gründen. Aber ja, es ist, die Antwort hat mich gewundert. Ich dachte, eigentlich müsste das interessant sein, nicht? Also für Menschen der Mitte zu wissen, was tut sich da an den Rändern sozusagen? Sind das alles nur Wahnsinnige oder ist da nicht ein kleiner Prozent, natürlich ist viel Wahnsinn da, das ist keine Frage, aber ist da nicht ein kleiner Anteil, der vielleicht, von dem man vielleicht lernen kann? Das kann man vielleicht prophylaktisch übernehmen oder sich jedenfalls Gedanken machen darüber, wie man solchen Herausforderungen entgegenwirkt. Und dafür wäre ich, dass man, also um ganz kurz 1848 wieder zu erwähnen, das ist eine Deformation professionell bei den Historikern, sie kommen immer wieder auf ihre Lieblingsthemen zurück, aber es gab in dieser Zeit so Beispiele von einem erfolgreichen, aber sehr engen Liberalismus, sozusagen die eine Mitte bewohnt hat, die nur mathematisch in der Mitte war. Aber man muss eine breite Mitte anstreben. Herr Grote, ist das Ihrer Einschätzung nach auch eine wichtige Konstante, dass der Liberalismus in der Mitte unabhängig ist? Es ist zumindest so, dass er sich parteipolitisch immer in der Mitte befand. Also in Deutschland jedenfalls ist er immer in der Mitte gewesen. Das gilt für die Entstehungsgeschichte, fürs Kaiserreich, für die Weimarer Republik und auch für die Bundesrepublik. Das führt natürlich auch dazu, dass beispielsweise in der Bundesrepublik viele Dinge, die der Liberalismus über seine lange Geschichte erstrebt hat, dann im Grundgesetz verwirklicht worden sind. Und der Liberalismus jetzt natürlich nicht sagen kann, wir haben im Grunde genommen alles schon erreicht und haben sozusagen in der Zukunft nichts mehr zu tun. Und gleichzeitig das Problem, dass andere Parteien genauso gut sagen, ja, also die liberalen Werte des Grundgesetzes sind ja auch, und das stimmt ja auch zum Teil, unsere Werte. Was kann ich darüber in Ihrem Archiv erfahren? Was bewahren Sie überhaupt auf? Wir haben ja so einen kleinen Ausschnitt schon gesehen, ganz am Anfang der Veranstaltung. Ja, was wir gesehen haben, ist natürlich unser Fotobestand. Darüber hinaus haben wir natürlich ganz viele Akten, 5 Kilometer an analogen Archivgut, aber inzwischen natürlich auch ganz viele Megabyte, nein, das reicht nicht, Terabyte, digitales Archivgut, Plakate, Flugschriften, Flugblätter und schließlich Werbemittel. Kuriose Sachen manchmal auch, Weinflaschen, die wir dann austrinken müssen, weil
bevor sie schlecht werden. Ja, weil wenn die voll sind, dann könnten sie ja, wenn sie zerbrechen, das andere Archivgut tangieren. Das heißt, es bleibt uns gar nichts anderes übrig, wenn wir so eine liberale Weinflasche mit liberaler Werbung haben. Wir müssen sie austrinken. Wie selbstlos. Herr Clark, Archive sind ja für Historiker ganz wichtige Quellen. Haben Sie denn den Eindruck, dass die Geschichte des Liberalismus schon ausreichend erforscht ist? Nichts ist ausreichend erforscht. Denn ich ziehe die Frage zurück. Die Forschung als Prozess geht immer weiter. Es ist ein sich ewig erweiternder Wissenshorizont. Da wird Herr Grote sicherlich mit mir, hoffentlich mit mir, genau. Ja klar, natürlich. Die Perspektiven ändern sich ja auch immer auf die Geschichte aus der Gegenwart Absolut. Heraus. Und deswegen kann man immer wieder neue Perspektiven eröffnen, neue Geschichte schreiben. Und selbstverständlich werden auch immer wieder neue Quellen entdeckt. Und die Geschichte steht nicht still und man ergänzt sie ja immer. Genau, durch den Wandel in der Gegenwart, also die Vergangenheit ist wie ein komplexes Gebäude und durch den Wandel in der Gegenwart kriegt man immer neue Aspekte der Fassade oder auch der Innenräume und so weiter zu sehen und kann neue Fragen stellen. Herr Paquet hat eben diesen Tag schon als historisch bezeichnet. Herr Grote, haben Sie schon überlegt, was Sie gerne als Dokument von diesem Tag in Ihrem Archiv hätten? Ja, also das wäre in der Tat eine interessante Überlegung. Also als Historiker war ich auch immer deswegen schon von Archiven fasziniert, weil sie ja das Haptische, wenn sie so irgendeinen Brief in der Hand haben und wissen, den hat Gustav Stresemann mal in der Hand gehabt, das ist schon etwas Besonderes. Das heißt, die Liebe zum Haptischen, die müsste ich mir überlegen, was da jetzt genau das wäre, was ich haben möchte vom heutigen Tag. Mir ist es aber vor Jahren mal so gegangen, dass ich Herrn Lindner gefragt habe, ob er mir nicht den Jamaika-Zettel, den er damals in der Hand hatte, den er vorgelesen hat, ob er den mir nicht mal geben könne. Und er hat mir dann ein Foto geschickt. Er hat ihn digital archiviert gehabt. Das Original wollte er noch suchen. Herr Clark, Sie haben eben gesprochen von den Polykrisen dieser Welt und den Polylösungen, die es braucht. Welche Auswirkungen hat das auf liberale Außenpolitik? Ja, also zuerst auf das Thema Akten zu kommen, nur ganz kurz. Also, da hatte ich auch mal das Erlebnis, dass ich in Merseburg damals in der DDR gearbeitet habe. Und ich arbeitete an einer allerdings nicht liberalen Akte. Es waren Briefe des Königs Friedrich Wilhelm III. Und es war sehr heiß, es gab keine Klimaanlage. Ich ging mich abzukühlen im Badezimmer und habe etwas entdeckt, was an meinem Arm klebte, und das war die Unterschrift Friedrich Wilhelms III. Das nenne ich Haptik, das ist die Haptik des Archivs. Und das habe ich dann, besondere Art von Tätowierung. Genau, eine Art von Tätowierung, das habe ich sorgfältig getrennt und wieder ad acta gelegt und dann hastig zurückgereicht. Aber ja, auf Ihre Frage zu kommen, was heißt das für die Außenpolitik, die liberale Außenpolitik? Also ich würde mir eine liberale Außenpolitik wünschen, die wirklich sehr starke Akzente setzt. Es gibt in der Tat einen Kampf um liberale Werte an vielen Orten in der Welt, auch innerhalb der EU. Aber es gibt vor allem in der Ukraine so ein Shooting War, wie man sagt, wo es darum geht, eine grausame, bewaffnete Tyrannei entgegenzuwirken. Und das wäre meines Erachtens eine große Sache für die Liberalen, dass sie sich offen dazu erklären würden und ihre Solidarität mit der Ukraine hörbar machen würden. Herr Groth. Herr Grote, was unterscheidet die FDP für Sie von anderen Parteien? Was ist Ihr Alleinstellungsmerkmal? Ja, die Frage ist, was überhaupt liberale Politik als Alleinstellungsmerkmal hat. Ich denke, verschiedene Dinge. Dieses konsequente Eintreten für freiheitliche Werte, sowohl in der Verfassung als auch in der Wirtschaft, in der Kultur. Ich denke, das verkörpert niemand so authentisch wie die FDP in der bundesrepublikanischen Geschichte.
wenn ich den Titel von Herrn Clarks Vortrag aufgreife, die Idee der Freiheit, da ist, denke ich, die FDP der Gralshüter der Freiheit geworden. Und das unterscheidet sie eben von anderen Parteien. Selbst in den Momenten, wo andere Parteien oder andere Parteipolitiker gelegentlich auch sagen, ja, sie würden ja auch liberal denken. Ich glaube, der echte Liberalismus, den gibt es in der FDP. Da kann man ihn abholen. Kein Widerspruch, Herr Clark. Ein ganz im Gegenteil, also Zuspruch. Aber da würde ich auch sagen, deswegen lieben liberale Verfassungen. Das habe ich schon kurz angesprochen, weil also wenn man sich es gibt viele tolle Stunden sozusagen in der Geschichte der radikalen Demokratie und so weiter und auch sogar des Konservatismus. Aber nur die Liberalen haben wirklich ernsthaft darüber nachgedacht, wie geht man mit dem Konflikt in komplexen Gesellschaften um? Wie schafft man aus diesem Konflikt einen Prozess, der uns weiterbringt, nach vorne bringt, der auf transparente Weise neue Lösungen produziert, erzeugt? Und darüber haben sich weder die Linken noch die Konservativen Gedanken gemacht. Und das ist meines Erachtens absolut, das macht die Liberalen einmalig in diesem Kontext des Parteispektrums der Moderne. Deswegen waren Sie ja auch immer an den Verfassungen unmittelbar beteiligt, waren Verfassungsväter. Also von Friedrich Christoph Dahlmann über Hugo Preuß bis hin zu Theodor Heuss. Da waren Sie immer führend dabei, weil das ein Kerngedanke des Liberalismus war und ist. Professor Grote, Professor Clark, ganz herzlichen Dank bis hierher, denn wir wollen, noch einmal Applaus bitte.